Hallo, da ist wieder euer Hobbykoch und heute machen wir mit dem DJ Refresh eine bayerische Pizza. Hat sich eine Userin gewünscht oder ein User und dem Wunsch komme ich natürlich gerne nach und jetzt geht's gleich los. Ja, und ich bedanke mich auch nochmal beim Hobbykoch, dass er mich hier eingeladen hat. Wir hatten das schon lange vor. Bin gespannt bei diesem kulinarischen Gericht. Ja, bayerische Pizza ist natürlich auch was ganz Neues für uns. Ja, freut mich und habt Spaß. Schaut euch das Video an. Nach dem Intro geht's gleich los. Was wir dazu benötigen, zeigen wir euch sowie natürlich auch wie immer da. Wir benötigen natürlich unseren Pizzateig, eine Zwiebel, ein paar Weißwürste, etwas Sauerkraut, etwas Leberkäse, etwas süßen Senf. Natürlich, auf eine Pizza gehören auch Champignons. Dann habe ich da noch so ein Bavaria Blue, ist ein Weichkäse mit Schimmel. Dann habe ich da noch etwas Schmand. Dann brauchen wir noch eine Schlauchzwiebel. Dann haben wir da noch zwei saure Gurken. Dann habe ich dann noch Nürnberger Rostbratwürstchen, etwas gegarten Bauchspeck. Und damit es so richtig kracht, brauchen wir noch etwas Rettich und einen kleinen Tropfen Öl. Und dann habe ich da noch ein bisschen Meerrettich und dann kann es schon losgehen. Jetzt gebt mir hier mal ein bisschen Öl auf das Ding. Dann wird das Ding so richtig schön eingeschmiert. Ja, mit unserem Pinsel. Ganz froh und heiter. Und dann geht es schon mit dem Teig weiter. Und so schaut der Mond in Nahaufnahme aus. Nee, Quatsch, das ist unser Pizzateig. Und den werde ich jetzt hier einfach mal mit einer Gabel so ein bisschen einstechen, dass der noch so ein bisschen Luft ziehen kann und vielleicht noch ein bisschen aufgeht, wie so ein Pfannkuchen, hoffe ich zumindest. Und dann wird das Ding eingeschmiert und belegt. So, nachdem wir uns gequält haben, den Teig da irgendwie in die Form reinzukriegen, meine Schuld, machen wir jetzt natürlich hier die Soße. Natürlich haben wir uns da speziell was einfallen lassen. Natürlich statt die typische Tomatensoße nehmen wir hier eine Schmarrn-Süß-Senf-Soße und hoffen, dass das Endergebnis dann natürlich auch gut schmecken wird. Aber das ist natürlich auch typisch bayerisch und schon habe ich gekleckert, voll Profi hier. So, und zudem nehmen wir dann natürlich hier unseren süßen Senf und werden dann mal ausprobieren, wie diese Kombi schmeckt. Nicht zu viel. So, das verrühren wir natürlich. Ja, der Hobbykoch hat sich jetzt Verstärkung geholt, damit es hier was wird. Ich bin ja gespannt, was das wird. Ich habe mir schon mal 3 Rollen Klopapier zurechtgelegt, weil ob der schmeckt, da bin ich mir nicht ganz sicher. So, froh und heiter rühren wir weiter. Unsere Tomaten-Senf-Schmandsoße nimmt langsam Farbe an und das geht jetzt auf unseren Pizzateig. Und jetzt haben wir unsere Soße da drauf. Leute, ich lasse mich echt überraschen, ob das was wird. Wie gesagt, der Tipp für die bayerische Pizza kam von einer Userin. Und ja, wir probieren das einfach aus. Ich habe ja gesagt, kann auch mal was Verrücktes sein. In diesem Sinne machen wir das einfach mal. Und ich denke schon, dass das auch irgendwie schmecken wird. Es gibt ja viele verschiedene Sachen, wo man zuerst die Stirn runzelt und danach schmunzelt. Aber wir probieren es aus. Wie gesagt, der Hobbykoch ist ja für alle Späße zu haben. Fast zumindest. Unseren Käse haben wir gehobelt. Ja, stellt euch vor, wir haben den Bavaria Blue, oder wie das Zeug da heißt, den haben wir gehobelt, geraspelt und den geben wir jetzt einfach hier so drauf. Das wird eine Pizza, Leute. Ich sehe langsam, es wird was. Und ihr wisst es ja, damit es uns vom Sessel haut, brauchen wir noch Sauerkraut. Und das geht jetzt hier über unseren Käse drüber weg. Ja, bayerische Pizza, Sauerkraut, Weißwurst, Leberkäse, oh Mann. Ja, und wie sich's gehört, zu einer Pizza gehören auch Champignons. Haben wir schon geschnitten. Jetzt verteilen wir die noch. Sauber. Gleichmäßig. Und dann geht's auch schon wieder weiter. Und wie sich das gehört, auf eine bayerische Pizza Leberkäse obendrauf. Lasst es euch schmecken, Leute.
Ja, und wie sich gehört, kommen natürlich Weißwürste drauf und natürlich bayerisch vor 12, ist klar. Und man, für die, wo es zupfen wollen, ist halt hier nicht. Wir haben es natürlich in Scheiben geschnitten, wie sich gehört, um sauber zu belegen. Und jetzt kommt schon unsere Bratwürste ins Spiel. Wenn ich mir das Ding hier anschaue, sieht es aus wie ein Wurstsalat. Apropos Wurstsalat, da habe ich auch ein Rezept, das kann ich euch gerne mal verlinken. Und jetzt machen wir hier schon weiter und belegen die bayerische Pizza. Jetzt kommen noch saure Gurken drauf und natürlich Speck. Froh und heiter geht es mit den Gurken weiter. Und dann kommt noch mein Rettich oben drauf. Ja, den habe ich mir schon zurechtgestellt. Und der Speck und die Zwiebeln, ja, das wird der Kracher heute Abend. Also wenn es die nächsten 14 Tage keine Videos gibt, wisst ihr, was passiert ist. Und rette sich, wer kann. Jetzt kommt der Rettich dran. So, langsam kommen wir auch schon zum Ende. Aber hier noch einen saftigen Speck drauf, wie das sich gehört. Den haben wir ein bisschen grober geschnitten, damit wir hier nicht so viel Kleingemüse hier haben. Ganz geschwind, die Zwiebeln auch schon fertig sind. Die haben wir jetzt hier drauf und dann geht das Ding in den Backofen. Und jetzt geht das gute Stück für 10 Minuten hier hinein. Unsere Pizza ist im Backofen und anbei jetzt hier nochmal einen herzlichen Dank an kein Stress kochen. Also ich koche sowieso immer ohne Stress, dafür mit Liebe zum Detail eigentlich mehr oder weniger. Und jetzt möchten wir hier auch nochmal unseren DJ Refresh kurz erwähnen, weil der möchte mir hier für unser Video ja irgendwie eine Musik machen. Keine Ahnung, was er da will. Ja, natürlich zu dem bayerischen Thema hier. Ja, wird mir schon was einfallen, dass wir hier einen kleinen Intro machen, ja, ein bisschen mit Blasmusik. Und lasst euch überraschen, wir werden es vielleicht vertonen, ein bisschen unten, vielleicht am Schluss. Ja, und wie gesagt, für das Rezept und für die Kochideen hier nochmal Daumen hoch. Wir haben ein paar Rezepte oder Zutaten weggelassen oder ein bisschen verändert, der Einfachheit halber. Aber ich denke mal, wir sind gespannt auf das Endergebnis und ja, und dann sehen wir uns später wieder. Genau, und denkt dran, wer es noch nicht gemacht hat, haut auf die Glocke da oben, abonniert den DJ Refresh. Mich natürlich auch, also das ist logisch. Und jetzt sehen wir uns gleich wieder. Ja, viel Spaß. Nach 10 Minuten, 15 Minuten schaut das Ding jetzt so aus. Wir haben da jetzt noch ein bisschen Käse da oben drauf gepackt und den lassen wir jetzt noch mal ein bisschen zu laufen und dann sehen wir uns in 5 Minuten wieder. Nach gut 15 Minuten, sagen wir jetzt mal, ist unsere bayerische Pizza fertig. So schaut das Ding jetzt aus. Schaut euch das mal an. Wie gesagt, das war ein Tipp von kein Stress kochen. Also, das ist doch ein Wunderwerk. Und jetzt haben wir hier noch so ein bisschen von unserer Schlauchlauchzwiebel oben drauf. Bisschen was Grünes, aber nicht so viel. Bin ja keine Kuh, wisst ihr ja. Und dann werden wir das Ding mal anschneiden. Ja, das war jetzt eine Portion da hinten. So Leute, jetzt schauen wir mal, was hier rausgekommen ist. Jetzt schneiden wir die Pizza mal an. Ja, unser Rettich, der bewegt sich. Ja, sieht doch saftig aus. Ziemlich gut belegt. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie das wirklich schmecken wird. Oder ob es uns vom Sessel haut nach der Runde Sauerkraut hier. So, das war unser Video zum Thema bayerische Pizza. Wie gesagt, ich erwähne jetzt hier nochmal ganz kurz. Kein Stress kochen. Danke für den Tipp. Und das Ding hauen wir uns jetzt rein. Das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Und vielen Dank auch an DJ Refresh, der mich hierbei tatkräftig unterstützt hat. Der hat mich auch so ein bisschen mit Beleuchtung. Ja. Mit Beleuchtung beleuchtet. Ja, und ich möchte mich hier auch nochmal persönlich bedanken beim Hobbykoch. Wie gesagt, war lang geplant, kam ein bisschen was dazwischen, aber jetzt haben wir es geschafft. Hat mir tierisch Spaß gemacht. Und Leute, abonniert den Kanal, nicht die Glocke vergessen. Steckt viel, viel, viel Arbeit dahinter, wenn man mal dabei ist. Und da vollen Respekt von meiner Seite. Ich mache ja auch in meinem Kanal viel Musikvideos. Ich weiß, was dahinter steckt. Also würdigt das. Wir geben vielleicht nochmal einen kurzen Bericht danach, wie es geschmeckt hat.
Ob wir es nachkochen sollen oder nicht, schauen wir mal. Aber ich denke, es sieht sehr lecker aus. Der Teig haben wir schon probiert, knusprig. Und später kriegt ihr einen kleinen Report. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt dran, abonnieren, Daumen hoch. Also bis dann, ciao, tschüss, euer Hobbykoch. Ciao.